Ich gehe Franz mal eben Bei umlagern. mir auch, bei mir auch. Ich müsste eigentlich irgendwo, wenn du rausgehst, oben oder unten. Ah ne, unten nur. Das ist ein PC, ne? In der Halle, ja. Wenn du das meinst. Neben dem Wachmann, ja. Ja, richtig, richtig. Hoppala. So, und dann hast du gesagt, da sind noch Trainer im hohen Gras. Achso, Beziehungsweise generell Trainer. Ja. Oder Encounter. Ein Minun. aber unten sind auch eigentlich schon Trainer, oder? Keine, die jetzt mit mir kämpfen wollten. Ich habe die alle schon angequatscht. Oh, ich habe eine Flinkklaue bekommen. Oh, nice. Hebt Initiative, ne? Ja. Das gebe ich meinem. Ich glaube meinem Chili. Guck mal, ich habe auch noch andere Sachen, die. Gibt hier so viele Sachen, die ich nie verwende. Aber gut. Die Flinkklaue kommt jetzt erstmal da dran. Und auf Julia da habe ich auch noch ein Item für. Und zwar den Seerauch. Wow, ich kämpfe gerade gegen ein Snubbull und das hat gerade die Initiative von meinem T72 gesenkt, aber das greift trotzdem zuerst an. Der Panzer Ja, teilt nicht gut aus, ist aber schnell. So, wechseln auf Will. natürlich, fünfmal trifft er, ne? Bei solchen Dingern immer. Ja, ne? Und wenn du selber ausführst, zweimal. Ja, genauso ist es auch. Ich habe gerade Probleme mit einem Gengar. Ich habe gerade richtig Probleme mit einem Gengar. Holy shit. Da ist nichts effektiv gerade. Autsch. Ah ja, Schmaby kann nicht fliehen. Ja, das ist ja herrlich. Telefonnummer, ja doch. Ich hätte gern ein Meryl. Aber ich muss mit meinem niedlichen Snubbull auskommen. Mensch, Snubbull, das war doch bloß Spaß. Du bist doch noch viel niedlicher. Ja, so ein Kätzchen. Oh. Das ist ein Hund. Snubbull? Oh ja, ich war bei Snowbillycat. Aber ist auch gut. Hier, mein süßes Snubbull, du bist ja voll, noch voll niedlicher. Ja, ihre Katze ist wirklich sehr schön. habe ich denn jetzt eben noch ein Item gesehen? Doch im Park auch, ne? Weiß ich nicht. Ich habe gerade echt Stress Natürlich mit noch. Gengar. Ja, ich heal mich mal eben nochmal. So, jetzt aber. Ist schon. Du scheinst gewaltig viel Ahnung von Pokémon zu haben. Du gefällst mir. Sollen wir Tipps austauschen? Ich rufe an. Ja, komm. Weißt du, man kann auch einfach ablehnen, aber ich
will einfach freundlich sein und die Nummer annehmen. Können auch alles ablehnen, ja. Wie gesagt, es gibt halt hinterher Kämpfe mit den Leuten, ne? Selbst wenn es keine Trainerkämpfe mehr gibt. Das heißt, da gibt es die meisten Erfahrungspunkte und so weiter. Mhm. Flucht gescheitert, ach, hör doch auf. Auch Kohle. Und natürlich auch Geld. Okay, ich setze mal eine Pokepuppe ein. Du bist entkommen. Ein Yugong schon wieder. Ah, was habe ich denn da gerade eben genutzt für das Yugong? Pflanze? Nee, Pflanze ist doof wegen... Eis, ja. Ja, da ist wieder dein Problem, du brauchst Elektro. Ja. Ich meine, ich hatte Alex einfach alles durchspammen lassen. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch. So macht man das. Alex immer alles durchspammen lassen. Mhm, los, Alex. Baby erreicht Level 16. Sehr schön. Und ein Bisa-Knosp. Ja, da wechsle ich das Pokémon sehr gerne. Zu Chili oder zu M2? M2. Du willst das Krabi aber an sich gerne loswerden, ne? Obwohl Krabi ein super VM-Sklave ist. Ist es das? Ja. Er kann Stärke, Zertrümmerer, Surfer und Whirlpool oder so. Und Zerschneider. Okay. Theoretisch auch. Also Krabi ist an sich ein super VM-Sklave, aber den kannst du ja dann immer noch mitnehmen. Mhm. Ne? Theoretisch. Ja. Ja, wir gucken okay. Einfach mal. Ich trainiere den auf jeden Fall mal so ein bisschen mit, weil... Gut, pass auf, ich... Ja. Ja. Mann. Aber Chili, bin ich mir ziemlich sicher, das wird bald Tornupto. Aber komm, ich nehme jetzt M2. M2 ist auch mal ein bisschen leveln. Okay. T72 steht gerade seinem Upgrade gegenüber. Krebskor. Oder Krebskorps. Ja, okay. Was ich ja fast schon cooler finde. Auch noch eine Rufnummer haben. Meine Güte. Toms Level 28. Noch zwei Levelaufstiege. Dann habe ich mein Dragonier. Oder ich warte halt noch mit der Entwicklung. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ach, Quatsch. Ja, das wird bestimmt lustig, wenn wir miteinander telefonieren. Ja, es ist immer so viel Spaß. Ach, hier, ach, das ist die Snubbelfrau. Möglich. Ja. Dann noch so ein Poké-Fan. Ah, das Galagladi. Galagladi? Ja. Galactus. Galactus. Inil, Irek. So, T72, let's go. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen Closed Beta von Roller Champions spielen. Wünsche euch noch einen schönen Stream und gute Nacht. Gute Nacht ins Nickel und viel Spaß. Und was ist das für ein Spiel? Das klingt interessant. Ja, hoffentlich ist es kostenlos. Das ist die Closed Beta, also... Ist das... Ach, dann müssen wir uns wieder anmelden. Ach, Mann. Gut, bei Sanctuary? Nee, doch. Sanctuary, glaube ich. Hat es bei mir ja geklappt. Da habe ich tatsächlich die Closed Beta gehabt. Er kann uns einladen zur Closed Beta. Ja, erstmal möchte ich wissen, was das für ein Spiel ist. Eben, genau. Wir gucken uns das Spiel erstmal an. Anmeldung ist schon vorbei, soweit ich weiß, ja. Okay. Feiert ihr beide. Okay. Das sagt mir immer noch nicht, was das für ein Spiel ist, aber... So, Schmaby. Level 18. Warum starrst du mich so an? Ja. Ja, wir werden es uns anschauen. Definitiv. Auch ein Ditto, ernsthaft. Wer benutzt denn heutzutage noch ein Ditto? Eben. Ich demnächst ein Shiny Ditto in Pokémon Go.
by the way. Oh. Mhm. Das heißt, du hast jedes Pokémon Shiny. Theoretisch. Ja, man konnte sich schon vor ein paar Monaten so ein Ticket kaufen. Und morgen ist der große Tag dafür. Ah. Und dann mal, gibt's... Statt einem Zickzacks hätte ich auch einfach einen Tunnel fangen können. Oh, scheiße. Ja. Ganz ruhig. Ja, und wie gesagt, morgen ist der große Tag dafür. Und da gibt's dann eine Questreihe für Shiny Ditto. Und wenn man das abgeschlossen hat, gibt's noch eine weitere Questreihe für Shiny Mew. Das scheint aber wirklich garantiert zu sein, weil... Entschuldige. Ja. Oh, der Radladen. Hallo, ich bin's vom Fahrradladen. Unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. So, jetzt bin ich offiziell der beste Influencer in Ducatia City. Okay, ich fahre kaum Fahrrad gerade übrigens. Ich laufe. Ja, das ist bei unserer Geschwindigkeit auch fast... Angenehmer. Ja, fast schon angenehmer. Oh, ein Charloco. Ich glaube, irgendwo hatte ich noch einen Trainerkampf. Da habe ich noch einen. Ah, erstmal ein Encounter. Aber das Zickzacks kriege ich... So, Vanilli auf Level 15. Entwickelt sich auf Level 27. Ja, das dauert noch. Aber die wollen ja alle deine Nummer haben hier. Was ist denn los? Ja, ne? Schluck weg. Gift. Gift. Ich weiß aber nicht, ob da noch was dazukommt. Auf jeden Fall Gift. Oh, ich? Man merkt es vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall mit Pokewalkern beladen. Raus aus meinem Kopf. Wenn ich mit diesen Dingern durch die Gegend spaziere, klappert und rasselt es immer ganz fürchterlich. Und nein. Ein legendäres Pokémon erscheint. Nein. Ein Ho-Oh. Mann. Es sind zwei Pokémon von mir vergiftet und genau dann dreht sich der Trainer auch noch um. Ich könnte kotzen. Und Ho-Oh hat dich weggepustet. Ein Relaxo. Ah. Auch noch so böse. Wenn man da jetzt ein Kampf-Pokémon hätte. Oh, die männliche Version von Galagladi, ein Gardevoir. Ach, das ist die männliche Version einfach da nur? Ja, ja. Verrückt. Wusste ich gar nicht. Ja, Galagladi kam aber auch, glaube ich, zwei Generationen später erst dazu. Ah, okay. Meine ich. Hat aber mit Psychokampf auch einfach eine super geile Typenkombo. Ja. So, was tun? Habe ich Gegengift? Ja, genau zwei. Ich könnte versuchen. Also, Baby braucht auf jeden Fall Gegengift. Aber ich. Nee. Das Iglava braucht schon auch Gegengift. Das kriege ich nicht hin. Oh, man kann außen rumlaufen hier. Man kann durch so einen kaputten Zaun durch. Gibt es Items? Ja, richtig. Ein Mini-Pilz, der kann wieder verkauft werden. Das Chili hat noch ein paar KP. Oh nein, ich habe mich schon verlaufen einmal. Das gibt Ärger. TM 41 Folterknecht, was kann das? Boah. Das klingt... Unfassbar oh nein. Ungesund. Genau jetzt der Grafikbug. Speichern und resetten. Mhm. Hallo, ich hänge hier voll fest. Und dann kann man hier noch rechts rausgehen. Kommt man dann hin? Route 36, da können wir wieder fangen. Ja, richtig. Achso, warte mal, Nationalpark muss ich ja trotzdem noch eintragen.
Muss ja nicht unbedingt mit Zeiten sein, aber ich muss ja trotzdem eintragen. Verdammt. Schild Russ und Zick. Ja, das Zickzacks. Also Sissi. Wie war das jetzt? Zickzacks oder Zickzachs? Egal. Hauptsache, ich weiß, was gemeint ist. Ja. Und eine Aprikoko Blau. Oder Blue, wie sie steht. Genau. Ja, Route 36, ne? Können wir machen vom Nationalpark aus. Also nächstes Pokémon, theoretisch. Ja, ich bin noch im Pokémon Center. Ich muss da gleich auch nochmal hin. Ich kämpfe jetzt hier erstmal gegen Jacques. Dann brauche ich natürlich neues Gegengift. Ich habe das Gefühl, mein Toms ist so ein bisschen überlevelt. Somit fast Level 30. So, dann hole ich mir noch ein paar Bälle. Gott, ein Wadribi. Wadribi war einfach nur die Bienenwabe. Wo sich nur die weiblichen weiterentwickeln können. Mhm. Sexismus? Und, nee, einfach nur wegen Bienenkönigin. Wo genau. Achso, warte, ich sammle auch erstmal die Items ein, ja? Mhm. Ja, ich muss jetzt sowieso nochmal zurück zum Pokécenter und mal wieder möchte der mal heilen. Ah, nee. Nee, den habe ich gar nicht erst angesprochen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. So, jetzt erstmal runter. Ich habe einen Hyperball gefunden, na super. Ich habe mir gerade 5 neue gekauft. Ja, ich habe wieder einen Mini-Pilz gefunden zum Verkaufen, also... Mir wird irgendwie so ein bisschen das Geld hinterhergeworfen, habe ich hier das Gefühl. Und Regentanz. Okay. Regentanz hatte ich auch schon mal irgendwo hergekriegt. Okay, ja, das war's, ne? 2 Items, richtig? Ja. 1 links, 1 rechts. Okay. Dann würde ich sagen, M2 auf die 1. Und, Route 36, aber du bist jetzt schon wieder runter? Ja, aber alles gut, ich komme wieder hoch. Ich gucke ganz kurz nochmal im Beutel nach. Ja, balltechnisch reicht es komplett aus. Jetzt fahre ich sogar mal mit dem Fahrrad. Ich will auch, dass der Typ mich anruft. Ich will ein guter Influencer sein. Obwohl ich es ja ein bisschen hasse, diese Wege im Nationalpark zu fahren, ne? Weil die so zickzack, sag ich schon, so. Bei mir sind die Zickzacks, ja. Weil die so, zickzack verlaufen. Ja. So, hier geht's noch runter. Achso, da gibt's nur Zerschneider. Verstehe. Ja, dann können wir ins Gras rein, würde ich sagen. Ja, ich hab tatsächlich den Kampf noch vor mir. Ach, bist du in den Brillenträger da reingelaufen? Ja. Ja, dann mache ich den jetzt auch noch. Oh, der hat ein Banett. Mhm. Er hatte einen Lilip. Was hat er vorher gehabt? Hab ich gerade platt gemacht. Ein Feuerriegel natürlich. Ja. Der hat doch nur ein Pokémon. Und ein Mirab. Ach so, der andere da. Der andere, ja. Ach so. Nee, weil oben beim Grün musst du aufpassen. Also beim Gras, da steht nämlich noch einer. Und ich dachte, so den meinst du. So. Viel Säure, aber kein Gift.
So, kann ich, Ja. Alles gut. Ja, wir können theoretisch, das ist Route 36 schon. Ja. Also wenn du nach unten gehst, nicht, da kommt, wenn du nach unten gehst, kommt nochmal Route 35. Richtig, genau. Okay. Ich weiß, in der Originalversion gibt es hier Vulpix. So, deine Nummer nehme ich jetzt mal nicht. Und ab ins Gras, oder? Ab ins Gras. Also ich habe was, was ich gerne hätte auf jeden Fall. Okay, ich habe einen Stern, du. Okay, ich habe einen Funpi. Oh ja, das brauchst du. Ich liebe Funpi. Deswegen hau ich es direkt mal mit einem Blubber. Ich nehme... Das ist schwierig. Kann ich da einen Lilip nehmen? Gegen was jetzt nochmal? Gegen Stern, du? Gegen das Stern, du. Ist derselbe Typ, ne? Ach nee, gar nicht. Du hast ja einfach Pflanze. Pflanze, Gestein. Normalerweise müsstest du besser sein, ja. Es hat Level... Ja, okay. Level, ja. Level 16 und das Stern, du Level 12. Aber ich habe auch keine Pflanzenattacken oder sowas. Ich muss einen Geist nehmen, Umklammerung. Oh, räudiger Hund liebt Funpi auch. Das freut mich aber sehr. Und freut mich auch, dass du noch dabei bist. Ja. Also Funpi ist wirklich so ein Pokémon, das würde ich auch ungern weiterentwickeln, weil ich es einfach so unfassbar niedlich finde. No. So. Komm schon. Superball. Tröd. Funpi ist so ein süßer Rüssler und ist jetzt mein Pokémon. Ja, Sterndu ist auch drin. Nice. Yo, Sterndu hat gar kein Geschlecht. Ja. Sterndu, richtig. Ist ja ein Seestern. Und wo Räudiger Hund gerade schreibt, Funpi ist so ein süßer Rüssler. Im Pokédex ist er eingetragen als Langrüssler. Als Zeichen dein Funpi ist... Warte mal, als Zeichen seiner Zuneigung stupst es dich mit dem Rüssel, was dich aber buchstäblich umwerfen könnte. So, Funpi einen Spitznamen geben. Ja, Funpi ist männlich. Männlich. Ja, Benjamin, oder? Und ich Patrick, oder was? Benjamin und Patrick? Ach so. Ich habe gerade überlegt, wer ist denn Patrick im Benjamin Blümchen-Universum. Aber können wir machen von mir aus. Ja, wie heißt denn der? Otto, ne? Heißt der. Ja. Oder Karl, der Pfleger. Oder Dr. Nee. Wie heißt denn der Zooleiter? Dr. Tierlieb? Ja, Tierlieb heißt der, richtig, ja. Ja, ich kann ihn auch Otto nennen. Das ist dann auch ein kleiner Tribut zu unserem Papa, ne? Zum Papa Otto Wanz. Ja. Und da ist auch ein Kriegsschiff, Bismarck. Herr Tierlieb, genau, Herr, nicht Doktor, genau. Herr Tierlieb, ja, richtig. Also nenne ich meinen Stern, du Otto. Okay, dann nenne ich meinen Funpi Benjamin. Das ist übrigens schon das dritte Mal, dass wir einen Namen mit Ben haben, ne? Ben. Wir hatten Ben und Jerry. Ah, ja. Dann hatten wir noch irgendwas. Mit Ben, meine ich. Und dann, jetzt Benjamin. Ich bin nicht Eugene Krabs. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Deswegen hätte Patrick so gut gepasst, ne? Da habe ich jetzt dran denken müssen. So. Okay, ich habe jetzt gerade ganz schnell durch ein Telefonat geskippt. Ich glaube, da hat mir gerade einer erzählt, dass er versucht hat, einen Groudon zu fangen, aber nicht genug Bälle dabei hatte. Arg. Das tut weh.
Ah, und hier ist, wenn man die Route weitergeht, dann kommt man zu dem, was du mir mal gesagt hattest, was man hier findet. Ja, ist richtig. Ich habe sie schon angelabert. Bitte was nochmal? Ich habe sie auch schon angelabert, sag ich. Achso, ja, ich auch. Okay. Entsprechend, wenn man dran tippt, dann bewegt es sich schon. Aber wir haben halt keine Gießkanne. Wir müssen leider die Arena erst machen. Okay, und um die Arena zu machen, müssen wir stärker sein? Mhm. Oh Gott. Würde ich sagen, ich mache hier den Streber noch. Ne? Ist halt, glaube ich, ein Streber, oder? Pokémon. Ja, der hat ein Pokémon dabei übrigens. Okay, den mache ich noch und dann würde ich sagen, ist schon wieder Schluss für heute. Wir sind fast 6 Stunden live. Wow. Ein Manapi. Manafi? Manafi. Manafi? Ein Manafi. Was ist das denn? Das sagt mir gerade gar nichts. Es sieht wie Psycho aus. Ich würde fast sagen Psycho. Ey, das sagt mir gerade wirklich überhaupt gar nichts. Was zur Hölle? Nassmacher. Okay, nein, Wasser. Warte mal. So? Nee, Eis war auch nicht effektiv. Wie schreibt sich das denn? M-A, wie Mana und Phi, P-H-Y. Das ist ein legendäres, kann das sein? Das kann sein. Ist ein mysteriöses Pokémon. Existiert seit der 4. Generation. Willst du Leute zu mir rüberschicken? Würden dann Roller Champions sagen? Das könnte ich machen. Wie der Radladen ruft an. Ach, na endlich. Vor allem, was will der machen, selbst wenn die Verkäufe nicht besser laufen? Das Fahrrad behält man ja trotzdem. Also, oder will der irgendwen schicken, der das Fahrrad abholt? Arg, jetzt bin ich in die Wiese gelaufen hier. Wollte ich gar nicht. Ich auch nochmal. Ein Kangama. Ja, super. Ich wechsle das eine Level 15 Pokémon aus, um das andere Level 15 Pokémon reinzusetzen. Das, Oh, ja. Cool. Mein M2, passend, wie der Name ist, wird jetzt Drachenwut erlernen. Nice. Gegen Heuler. Okay, ich speichere hier. Warte, ich gehe nochmal eben aus dem nächsten Encounter. Ich versuche gerade aus dem Gras rauszukommen, aber Kangama will nicht. Flucht gescheitert. Nee, komm. Lass mich jetzt gehen. Danke. Okay. Dann nochmal hoch in die Stadt. Nochmal schnell ins Pokécenter. Schön heilen, dann speichern und dann soll's das gewesen sein. Arg, ja. Ich liebe die Pokémon-Spiele so sehr. Ja, es ist großartig. Es ist auch immer wieder schön nostalgisch. Also, schöner hätte ich es noch gefunden, ich sag's immer wieder, wenn wir jetzt in der Generation auch wirklich nur die Pokémon genutzt hätten, die in der Generation vorkommen. Mhm. Aber, Räudiger Hund, oder Gen 1 bis 3, ja. Wenn du Interesse hast, ich könnte mein altes Pokémon Rubin Let's Play nochmal hochladen. Was auch eine Nuzlocke Randomizer Challenge war. Mit allen Pokémon von 1 bis 3.
Toms, du musst antworten, wurde dir gerade gesagt. Nein! Ich antworte niemandem. Okay. Mein Kopf nicken, schütteln muss doch rein. Ja, hast du jetzt genickt okay, oder ich, geschüttelt? Ich hab schräg genickt. Ich kreise nur meinen Namen. So, das kannst du nicht hören. Als etwaige Zustimmung. Ich muss es selber spielen. Ja, ist okay. Das ist wahr. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Vor allem hier, also erstmal hier im Stream und vor allem noch bei den Leuten, die auf YouTube gerade dabei sind. Genau. Und würde sagen, ich mache mal hier schnell die Abmods. Ja, danke dran. Fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Pokémon-Video und ciao. Ciao.